Hey Leute, hier ist Anne. Und zwar ist es jetzt gerade gegen 5:30 und ich bin auf dem Weg zu einem Tempel, denn da ist etwas, was ich euch gerne mal zeigen wollte. Fun Fact des Videos, es ist eigentlich gerade Regenzeit und vielleicht seht ihr es im Hintergrund, es ist gefühlt hier in Kofu keine einzige Wolke am Himmel. Und es ist auch irgendwie nicht mehr wirklich schwül oder so, es ist mega heiß zurzeit, aber einfach nur komplett trocken und das in der Regenzeit. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch, das hier ist der Weg zum Kodomo no Kuni, aber wir gehen heute nur auf halbem Weg zum Enkuin. Und diese Hecke hier ist gerade sehr traurig. Ich blende euch mal eine Szene von vor ein paar Wochen ein oder vielleicht auch ein Foto und dann wisst ihr, warum ich das gerade ganz traurig finde. Die ich euch zeigen möchte, weil wir noch etwas Zeit haben, ist erstmal die Aussicht. Die gucken wir uns jetzt genauer an. Und das zweite, was ich euch zeigen wollte, ist diese Glocke hinter mir. Und zwar ist das eine automatische Glocke. Das heißt, jeden Morgen und jeden Abend um 6 Uhr läutet diese Glocke und das ganz von alleine. Und ich fand, das ist auch etwas ziemlich Lustiges, was man euch mal zeigen sollte, denn irgendwie ist das auch ziemlich typisch Japan. Einerseits traditionell, andererseits aber auch modern und skurril. Und ja, vielleicht hört ihr es, vielleicht seht ihr es. Jetzt geht's los. Und das ziemlich laut. Und das Ganze geht jetzt so, glaube ich, 6 Mal, weil 6 Uhr und so, ne? Und jetzt schauen wir mal, ob ich euch noch ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung einfangen kann. Der Akku meiner Kamera jetzt gleich verabschiedet, beende ich damit das Video. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.